Willkommen zur Pressekonferenz nach dem zweiten Finalspiel BeKo Basketball-Bundesliga um die Deutsche Meisterschaft. Die Brose Baskets Bamberg gewinnen das Spiel mit 86 zu 70. Wie bitte? An meiner Linken Chris Fleming mit dem ersten Statement zum Spiel. Gut, wir waren uns sehr sicher, dass das Ulm ein ganz anderes Gesicht zeigen würden heute. Das haben sie auch getan. Insbesondere in den ersten 18 Minuten haben wir schon direkt auf Augenhöhe gespielt und sie haben das Ton auch teilweise auch angegeben. Das haben wir auch erwartet. Ich glaube, dass wir das zweite Viertel gut beendet haben und gut ins dritte reingekommen sind. Hat uns sicherlich zum Sieg geführt. Tucker war überragend, insbesondere in der Zeit, wo wir von außen nicht gut getroffen haben. Und Gavel, wirklich exzellente Guardplay. Unsere Fans war großartig. Vielen Dank an Sie und wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag. Danke. Dankeschön, Thorsten. Ja, erneut muss ich Chris zu dem verdienten Sieg gratulieren. Wir haben heute deutlich verbessert gespielt, haben zwei Läufe einstecken müssen, die uns dann im Endeffekt richtig wehgetan haben. Zum einen war das das Finish in der ersten Halbzeit. Ich denke, wir waren über weite Strecken wirklich auf Augenhöhe, so wie Chris das auch gesagt hat. Aber sie gehen dann doch mit dem psychologischen Vorteil und 8 Punkten Führung in die Halbzeitpause. Das hat uns wehgetan. Und dann haben wir es im letzten Viertel 5, 6 Minuten lang nicht geschafft, den Ball in den Korb zu bringen. Und in der Phase haben wir auch wirklich schwachen Basketball gezeigt. Da haben wir uns in Einzelaktionen verzettelt, sind nicht in unserer Struktur geblieben. Da zeigt sich, dass der konstante Druck, den Bamberg ausübt, irgendwann wehtut. Ich hatte den Eindruck, uns hat er am meisten wehgetan in dem letzten Viertel. Ich denke, wir haben ein spannendes Basketballspiel gesehen und es war eine hervorragende Atmosphäre. Auch ich möchte mich bei unseren Fans bedanken. Es ist eine Ehre, hier in der Halle arbeiten zu dürfen. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Kämpferisch war es das, was ich von der Mannschaft erwarte. Jetzt müssen wir zusehen, dass nicht nur die kämpferische Einstellung stimmt, sondern auch über 40 Minuten richtig guter Basketball gespielt wird. Und dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir es in Bamberg noch mal eng machen können. Dankeschön. Ihre Fragen? Bitte aufs Mikrofon warten. Was rechnen Sie sich im Amt? Bitte auf das Mikrofon warten. Ja. Herr Leibniz, was rechnen Sie sich jetzt im dritten Spiel aus in Bamberg? Das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass wir von der Intensität her so agieren müssen wie heute. Spielerisch müssen wir über 40 Minuten gut sein, nicht nur phasenweise. Dann sind wir in Bamberg auch nicht chancenlos. Ist es nicht schwierig, so ein Team nach so zwei Niederlagen in Folge so wieder aufzurichten? Ich denke nicht, dass es schwierig für uns sein wird, die Mannschaft nach zwei Niederlagen wieder aufzurichten. Da hilft uns auch die Erfahrung. Diese Saison haben wir noch nicht einmal, dreimal hintereinander verloren. Und wir werden alles dafür tun, dass uns das auch nicht im Finale passiert. Gibt's weitere Fragen an die Coaches? Fleming, kommen Sie diese Saison nochmal nach Ulm? Ich glaube, man muss dann erstmal das Spiel 3 spielen. Ich würde ungern zurück nach Rom kommen, so schon wie die Atmosphäre ist hier. Aber das wird, wie ich vorher gesagt habe, ein sehr harter Kampf. War das heute eine Perfektion, was Sie spielen, oder die gesamte Runde? Kann man das behaupten? Ich meine, zum Beispiel Gavel, je länger sein Bart wird, umso besser wird der Mann, hat man so das Gefühl. Er war ein guter Spieler, bevor er einen Bart wachsen lassen hat. Aber
Ja, gut, also wir haben gut gespielt, wir haben die beiden Spiele gut gespielt. Wir sind natürlich zufrieden mit dort, wo wir stehen. Um hat sich von Spiel 1 zu Spiel 2 gesteigert. Man kann das Gleiche im dritten Spiel auch erwarten und wir konzentrieren uns lieber darauf. Es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie gerne noch mal daran erinnern, die Stimmzettel auszufüllen für die MVP-Wahl. Danke.